Herr Keuter, der Deutsche Bundestag hat soeben über das Budget zum Thema Entwicklungshilfe beraten. Sie sind für die AfD im Bereich Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig. Wie lautet Ihre Einschätzung zu diesem Budget? Das ist eine Vollkatastrophe. Locker die Hälfte des Budgets könnte man streichen. Es geht hier um einen Etat von 12 Milliarden Euro. Das sind 12.000 Millionen Euro hart verdientes deutsches Steuergeld. Was passiert damit? Einiges ist sinnvoll. Ernährungsprogramme, Nothilfeprogramme, Krisenbewältigungsprogramme machen Sinn. Aber das Budget des BMZ, also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, beträgt 12 Milliarden Euro, insbesondere über die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und andere Träger fließen die Millionen nur so raus. Da werden Projekte gemacht, die völlig sinnlos sind. Ein Seniorenprojekt in Asien, ein botanischer Garten in Georgien, der finanziell unterstützt wird. Und alles gerade, Steuergelder? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Nur Steuergelder. Wo kommt das Geld sonst her? Wenn man sagt, das ist ja kein Steuergeld, das ist ja Geld des Ministeriums. Das Geld muss irgendwie in den Haushalt kommen, vom Haushalt umverteilt worden und landet hier. Ganz krasse Beispiele haben der Kollege Frohnmeier, der gerade eben zu dem Thema für uns gesprochen hat und ich auch erlebt. Frohnmeier war in der Dominikanischen Republik. Dort geht es um ein Müllsammelprojekt, das also aus dem Meer Plastikflaschen und Müll gesammelt werden soll. Das ganze Projekt läuft seit anderthalb Jahren, hat bisher 4 Millionen Euro gekostet. Es gibt dort 2 blaue Seekontainer, wo eine Plastikmüllpresse drin ist. Und bisher ist noch kein einziges Gramm Müll gesammelt worden. Es hieß, man hätte erstmal den Bürgermeister von dem Projekt überzeugen müssen. Da fragen wir uns, wohin wird deutsches Steuergeld veruntreut? Ich selbst habe ein Aquakulturprojekt gesehen, was gar nicht in Betrieb war. Hier hat man uns ein Schauspiel vorgeführt, Fische in stehende Gewässer gesetzt und uns das als Aquakultur verkauft. Hier gehen wir inzwischen so weit, wenn wir sowas finden. Wir bestellen das BMZ und das Auswärtige Amt ein, teilen denen diese Probleme mit, liefern den Beweismaterial und wenn die nicht spuren und das Geld zurückfordern, dann wird Strafanzeige gestellt. Da geht die AfD ganz knallhart vor. Jetzt ist Schluss mit lustig. Die Verschwendung deutschen Steuergeldes auch über diese Schiene muss ein Ende haben. Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel im Bereich Entwicklungspolitik? Ja, im Moment ist das Thema Klima ja groß Vogue. Das Wirtschaftsministerium hat das Thema Klima sich auf die Fahne geschrieben. Frau Baerbock im Außenministerium möchte sich damit auch beschäftigen. Es gibt auch im Bundestag vom Auswärtigen Ausschuss, wo ich ja nun Mitglied bin, ein Unterausschuss, der heißt Ausschuss oder Unterausschuss für internationale Klima- und Energiepolitik. Und mit diesem Ausschuss waren wir auch auf der COP27, also dieser Klimamesse, dieser Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Sind Sie mit einem Privatflieger hingeflogen? Oder? Nein, ich habe eigentlich versucht, bei der Ministerin mitzufliegen, um Reisekosten, Flugemissionen zu sparen, wenn er eine Regierungsmaschine geht. Entweder wollte man mich nicht oder es passte nicht. Jedenfalls bin ich ganz normal Linie geflogen, war aber ein bisschen der Aussätzige, weil ich ja nun sehr skeptisch bei vielen Sachen bin. Das, was mir katastrophal aufgefallen ist, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland versucht hatte, das Thema Menschenrechte mit Klimaschutz zu verknüpfen, hat entgegen den Wünschen des Gastgebers Ägypten dort Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten auf dem deutschen Pavillon, dem deutschen Stand zugelassen, hat damit die Aufmerksamkeit der ägyptischen Sicherheitsbehörden auf sich gezogen. Uns hatte also der Verbindungsbeamte des Bundeskriminalamtes noch kontaktiert und eine Sicherheitswarnung ausgesprochen. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn Deutschland sich nach den internationalen Geflogenheiten wie ein Gast verhalten hätte. Das nächste, was mir dort aufgefallen ist, dort waren überall große Transparente angebracht, Dekarbonisierung, Urban Citizen, also Wohnen in der Stadt, Landwirtschaft, Gender, die ganzen woken Themen sind dort behandelt worden. Hier versucht man also ganz gezielt globalistisch Ausrufezeichen zu setzen, die komplette Gesellschaft, wie wir sie kennen, umzubauen unter dem Deckmantel eines Umweltschutzes, eines Klimaschutzes. Und Deutschland galoppiert hier voran. Mit den Ergebnissen sind unsere Staatssekretärin Jennifer Morgan, die für das Thema Klima zuständig ist, übrigens Lobbyistin von Greenpeace, ehemalige Greenpeace-Chefin, die von den Grünen ins Auswärtige Amt geholt wurden, und Annalena Baerbock nun gar nicht einverstanden. Für sie passiert zu wenig. Andererseits, Deutschland prescht immer vor. Man hat hier unter Loss and Damage versucht, einen Erfolg zu erzielen, zu verhandeln. Das heißt Loss and Damage, es wird Schaden angerichtet durch klimaschädliche Gase
und wir sollen dafür bezahlen. Ja, das ist also ein Ablasshandel mit der deutschen Schuld des Industriestaates Deutschland, eine völlige Katastrophe. Und ich fand es noch sehr lustig, abschließend gesagt, wir saßen auf dem deutschen Stand, eine Podiumsdiskussion, Annalena Baerbock vorne in ihrem bekannten, lustigen Englisch, preschte sie voraus, plapperte lustig vor sich hin, meinte irgendwann, I have to go, I have to do loss and damage now. Sie meinte damit, sie müsste jetzt zu loss and damage Verhandlungen, hat aber wörtlich gesagt, ich muss gehen, um jetzt Schaden anzurichten. Damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ja, so viel zu unserer Völkerrechtlerin, die in England studiert hat und diese Sprache eigentlich beherrschen sollte. Abschließend eine theoretische Frage. Sagen wir, Sie wären morgens hier auf dem Weg zum Bundestag mit Ihrem Privat-Pkw und vor Ihnen auf der Straße sind sogenannte Klimaaktivisten festgeklebt. Ist Ihnen schon passiert? Ja. Wie haben Sie reagiert? Oder wie würden Sie reagieren? Ja, das Problem. Ich würde Sie normalerweise, ich würde Sie auffordern, die Straße zu räumen und ansonsten selbst zur Tat schreiten und die Straße freimachen. Das Problem ist immer, es gibt hässliche Bilder, wenn ein Bundestagsabgeordneter das macht. Ich würde also Leute anstiften, das dann zu tun und sie dabei unterstützen. Mir ist es selbst schon passiert, die klebten vor mir. Und ich hier dann in Berlin? Ich habe die Polizei dann genötigt, hier Ich habe sie aufgefordert, hier einzuschreiten. Sie meinten, ich könnte das dann selber machen. Dann bin ich zu den Klimaaktivisten hin. Ich war auf dem Weg zum Bundesnachrichtendienst zu einem Briefing, habe denen das dann erklärt. Die haben Englisch gesprochen. Also es scheint eine international organisierte Gruppe zu sein, die ganz gezielt hier Straßenblockaden macht. Haben gesagt, I have to go to the Secret Service, please let this car pass. Der hörte nur Secret Service und wurde dann ganz nervös und da haben die das dann möglich gemacht. Er sagte zu einer Kollegin, geh mal weg. Sie sagte, I'm glued. Aber dann haben die das mit zwei anderen möglich gemacht, dass wir passieren konnten. Ja, ansonsten habe ich für sowas relativ wenig Verständnis. Vielen Dank. Sehr gerne.